Wunderschönen guten Abend. Heute hier wieder bei VRC Pro. Und Offroad funktioniert gerade mit Aufnehmen überhaupt nicht. Was soll ich sagen? Das Spiel ist super. Wenn du nochmal gucken willst, wie man gefahren ist, das ist. Ich sag nur super. ich mach's einfach trotzdem und. Ja. Ich mach's einfach. Ich würde sagen, wir schauen dann einfach gleich nochmal ganz schnell, wer ist alles am Start. Und schauen uns dann nochmal an, was die schnellsten Rennrunden so sagen. Oh, ist auch hier schon wieder. Jetzt schon wieder ein bisschen nach vorne. So. Wir haben den J. McGay mit am Start mit einem Asso. Asso Heckflügel fährt er hier auch. Und dann haben wir den Brain, fährt ebenfalls ein Asso, allerdings mit einem Kyosho Heckflügel. Silvan fährt einen Asso. Auch mit einem Asso Heckflügel. Donald Stark fährt hier einen X-Ray. Ebenfalls mit einem X-Ray Heckflügel. Daniel Menku fährt hier einen Asso und einen Asso Heckflügel. Dann machen wir jetzt Daniel Load fährt hier einen Asso und einen Asso Heckflügel. Den Paul Abbott fährt einen Lozy 24. So auch der Heckflügel. Dann haben wir meine Wenigkeit auch mit am Start. Heckflügel von Serpent. Genauso wie auch das Auto von Serpent. Dann haben wir noch den Dondo mit am Start, der fährt hier mit einem Überschlag, mit einem Proline Heckflügel und auch einer Proline Caro hier rum und fährt einen Intercept. So, ich würde sagen, wir spulen nochmal vor. So, hier schauen wir uns jetzt nochmal die schnellsten Rennrunden an. Ja, Punkt McKay 34,7, Daniel 34,5, Brain 34,4, Silvan 34,8, Donald 35,4, meine Wenigkeit 35,1, Iker eine 35,555, der Paul 36,0 und Daniel eine 36,0 ebenfalls. Und damit würde ich auch schon sagen, ja, wir sehen uns dann morgen hier wieder bei RCCT Stöpsel. Aber vorher schauen wir uns hier dann gleich nochmal die Endrangliste des Lauf ist an. Und dann gibt es natürlich wie immer zum Schluss nochmal die komplette Endrangliste. So, alle Fahrer sind fertig und wir haben jetzt hier gleich das Endergebnis. Wir warten jetzt.
J. McKay, Gewinn for Brain, Silvan, Daniel, Donald, Paul, meine Wenigkeit, Iker and Daniel. Und damit würde ich auch schon sagen, wir sehen uns morgen wieder und da gibt es dann wieder bessere Qualität. Auf jeden Fall. Bis dann. Schlaft gut.